time for you to leave. And so it is. Heute für euch das erste Was-wäre-wenn-Video. Was wäre, wenn Anakin nicht die Hand von Mace Windu abgeschlagen hätte? Ich werde hier drei Theorien aufstellen und ihr müsst am Ende abstimmen, welche Theorie am glaubhaftesten war. Fangen wir an. Die erste Theorie. Mace Windu würde den Kanzler töten und der Jedi-Orden würde bekannt geben, dass der Krieg vorbei ist. Doch das ist leichter gesagt als getan. Da der Kanzler gesagt hat, dass er das retten kann, was Anakin liebt, in dem Fall Padme, und Mace Windu das unschwer überhört haben kann, wird Mace Windu nach kurzer Zeit Fragen stellen. Nach langer Befragung würde dann herauskommen, dass Anakin und Padme verheiratet sind und zwei Kinder erwarten. Somit würde Anakin aus dem Jedi-Orden verbannt werden. Padme wird das sehr wahrscheinlich mitkriegen und als Senatorin zurücktreten. Später würden Anakin und Padme auf Naboo leben mit Luke und Leia. Luke und Leia würden keine Jedi werden, doch trotz dessen ein Gespür für die Macht haben. Theorie 2. Wie in der ersten Theorie würde Mace Windu den Kanzler töten. Da Anakin nun nicht mehr weiß, wie er Padme retten kann, wird er ohne den Kanzler auf die dunkle Seite verfallen und versuchen, Fähigkeiten zu erlernen, die Padme vor dem Tod retten. Diese Handlung wird der Jedi-Orden mitbekommen, dass der Auserwählte auf die dunkle Seite verfallen ist und es würden mehrere Jedis, unter anderem auch Obi-Wan und Windu, versuchen, Anakin zu töten. Letzten Endes schafft es Anakin, sich nicht gegen alle Jedis zu verteidigen und wird getötet. Die dritte und letzte Theorie. In dieser Theorie schafft es Windu trotz dem heilen Arm nicht, den Kanzler zu töten. Wie auch im Original wird Windu getötet und Anakin der neue Schüler von Palpatine. So, das war's mit dem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und stimmt nochmal ab oben rechts und möge die Macht mit euch sein.